Guten Morgen. So, wir switchen mal kurz Auto. Leider nicht. Heute erkunden wir die nördliche Insel von Okinawa und das ist ein Teil, was eigentlich sehr, sehr wenig Zivilisation hat. Daher viel Natur heute, viel mit dem Auto fahren und das finde ich auch echt toll. Und wir sind eben schon eine ganze Weile Auto gefahren und sind jetzt hier an den Takayaki Falls, beziehungsweise wir sind gerade angekommen und wir sind nicht viele Menschen, könnte man so sagen. Auf jeden Fall ist das da hinten irgendwo. Hier wird an einem Hochstrommast irgendwas gemacht und wir gucken uns heute ganz, ganz viel Natur an. Also, auf geht's. Zu verkaufen, fährt noch. Das könnte 1:1 eine Szene aus Uncharted sein. Also wir waren gerade da, sind nach da ganz hinten hochgelaufen, aber es scheint, als ob wir durchs Wasser zum Wasserfall müssten. Locker 40 Minuten laufen wir jetzt hier rum und im Hintergrund hört man ein ganz, ganz lautes Plätschern. Wir hoffen, dass er das jetzt auf jeden Fall ist, oder? Das hier ist jetzt Okinawa Soba, also mit Fleisch oben drauf und wie Ramen quasi. Und das essen wir jetzt in diesem sehr traditionell. Schon. Das sieht schon cool aus. Also wir waren jetzt Okinawa Soba essen und es war anders, aber so verdammt lecker. Einfach weil es waren halt so wie Ramen mit Udon-Nudeln und oben drauf war halt Schweinefleisch noch mit Knochen in der Suppe gebraten. Und es hat total anders und total geil geschmeckt. Und dieses Restaurant hier ist so, wahrscheinlich so ein kleiner Geheimtipp, den wir uns rausgesucht haben. Weil 650 Yen, das sind 5,50 Euro oder sowas. Und hat einfach mega geil geschmeckt und man wurde gut satt. Ananas oder nicht? Einmal kommentieren bitte. Man schaue sich diese schöne Infotafel an. Wir haben sogar englische Beschreibungen, wie zum Beispiel der Hiji Waterfall. There is also a camping Grund. Englisch ist bei den Japanern teilweise nicht so das Ding und auch mit der, wir gucken mal, ob wir alles richtig geschrieben haben, Korrektur, auch nicht so, aber wir sind am Nordkap, also nee, am Hedo Kap, also der nördlichste Punkt Okinawas. Und der Flughafen ist übrigens ganz im Süden, von daher haben wir es noch ganz oben geschafft.
So, wir sind jetzt den Berg noch hoch zu einem Observatorium gefahren. Das ist da auch schön beleuchtet. Aber wir können die Straße nicht hoch, obwohl da oben eine Ampel steht. Also keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Aber Observatorium, Himmel, ohne Sterne und Ausblick. Flugzeug. A7S Power, das ist jetzt ISO 409600. Und das hier sieht man mit dem Augen auf ISO 2500. So, und damit möchte ich den heutigen Vlog auch beenden. Ist ganz cool, mal in der Nacht auf so einen Berg hochzufahren. Ist jetzt 500 Meter hoch. Da ist Nago City in Okinawa. Wir sehen uns dann im nächsten Vlog wieder. Bis dahin. Ciao.